Das nenne ich Musik. Stopp. Wer bist du? Was ist hier los? Susie, was machst du denn da? Wer sind diese Leute? Wir haben uns doch geeinigt, dass du mein Privatgrundstück nicht betrittst. Das sind Bauarbeiter und die werden mir helfen. Wie bitte? Bauarbeiter? Du hast doch nicht vor, einen Palast zu bauen. Woher willst du das wissen? Vielleicht will ich ja einen Palast. Wow! Gib mir mal den Plan. Hey, gib das wieder zurück. Warte, du darfst die Grenze nicht überschreiten. Ah, sie sind fertig? Bitte sehr. Vielen Dank. Was für ein Plan. Soll das ein Plan sein? Ich zeig dir, was ein neuer Raumplan ist. Mein Zimmer wird in Handumdrehen noch viel cooler sein. Ich werde mir ein riesiges Bett bauen. Tada! Das war's auch schon. Ich brauche noch nicht einmal Arbeiter. Das Kopfkissen will nicht halten. Was machst du denn da? Das war meine Idee. Ich will ein Haus unterm Bett, du Nachmacherin. Das war doch nicht deine originelle Idee. Also mache ich dir nicht nach. Aber mein Haus ist viel, viel besser als deins. Jess, du kannst mir gerne zuschauen und neidisch auf mich sein. Ich habe wirklich eine tolle Zeit hier. Von wegen. Ich werde auch einen coolen Platz hier organisieren. Oh, auf Spielzeug gibt's Rabatt. Den Laden muss ich besuchen. Hey, Finger weg. Du darfst hier nichts anfassen. Nur anschauen. Ist ja gut, ist ja gut. Keiner wagt es, mein Spielzeug anzufassen. Wow. Oh wow, Huggy Wuggies gibt's auch hier. Finger! Ja, ja, ich weiß ja. Oh wow, einen riesigen Huggy Wuggy gibt's ja auch noch. Der ist ja toll. Natürlich habe ich nicht so viel Geld. Aber ich denke, ich kann das Problem lösen, bevor der Wachmann mich sieht. Was ist hier los? Hier stimmt doch was nicht. Aber was? Hallo zusammen! Wie läuft's denn so? Ein sprechendes Spielzeug, Hilfe! Ich muss mich dringend verstecken! Du meine Güte! Hoffentlich wird mich hier niemand finden. Ich kann mich endlich entspannen und ausruhen. Hallo, Quietschhähnchen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gerade gesehen habe. Was für ein Angsthase war das denn? Ich bin kein Dieb, ich lasse das Geld natürlich hier. Ich hoffe, das ist genug. Susie, schaudere. Schau mal, was ich unter mein Kinderbett legen kann. Das ist auch viel cooler als dein Mädchenkram. Ich habe meinen eigenen Huggy Wuggy. Jess, du bist ja seltsam. Jetzt wird's an der Zeit, mein Zimmer mit Postern und allerlei coolen Sachen zu dekorieren. Es wird immer gemütlicher hier. Das könnte ich auch gebrauchen. Ha, mein Haus ist viel cooler als deins. Das wird nicht lange so bleiben. Ich weiß, wie ich das Zimmer cooler machen kann. Was habt ihr denn hier gebaut? Oh, hallo Papa. Kann ich die rosa Tasche haben? Ich will schließlich ein Schulmädchen sein, kein Schuljunge. Vielen Dank, ich hab dich lieb. Oh, ist ja wirklich schön hier. Ihr habt hier richtige Häuser gebaut. Was zum Teufel ist das denn? Ha, der hat sich ja richtig erschrocken. Dieser Huggy Wuggy hält Eindringlinge fern. Guten Tag. Hier ist mein Aufsatz. Werden Sie ihn überprüfen? Aber sicher, es wird an der Zeit. Oh, Sie müssen ja sicher hungrig sein. Wollen Sie einen Apfel? Ich habe hier einen. Ich würde nicht nein sagen. Ups. Oh, tut mir leid, das war versehentlich. Sowas kann passieren, ich heb ihn hoch. Das ist meine Chance.
mir leid, ich brauche das Brett. Ich habe den Apfel gefunden. Hey, Susie, wo bist du? Wo ist die Schultafel? Wie soll ich jetzt den Kindern unterrichten? Okay, ich mache mir keine Sorgen. Tief durchatmen. Ich weiß, wie ich meine Gefühle loswerden kann. So, nimm das, nimm das. Was sagst du dazu? Na warte, Susie, wenn ich dich kriege, dann schlag ich dich blau. Jess, ich habe was viel Cooleres als dein Poster. Schau, ich kann meine Poster selber malen. Hä, woher hast du eine Schultafel? Wozu brauchst du sie? Du kannst doch eh nicht malen. Was? Ich kann nicht malen? Na warte, du kannst noch was erleben. Hey, was machst du? Weißt du, die Farben stehen dir total gut. Ahaha, wie lustig. Wegen dir muss ich mich waschen gehen. Oh, die Idee mit der Tafel war genial. Was könnte cooler sein als eine eigene Zeichnung? Hier kommen noch ein paar Details rein. Eine Lampe in Form eines Einhorns. Eine Lampe? Wer braucht schon eine Lampe, wenn man eine ganze Girlande hat? Schau mal her. Oh ja, das ist richtig toll. Oh Mann, deine Girlande ist so viel cooler als meine Lampe. Mein Einhorn ist erbärmlich. Das kannst du laut sagen. Ich bin einfach viel cooler. Was soll ich jetzt tun? Ich brauche auch was Tolles. Ich glaube, ich weiß, was ich bekommen kann. Ich habe da einen Freund. Ich bin Hulk, der böse und furchterregende Hulk. Hallo Quentin, kannst du mir bitte helfen? Ich brauche den Bären da drüben. Mein Teddybär? Aber ich mag ihn doch. Nee, den kriegst du nicht. Wieso bist du so gierig? Und wenn ich dir Nutella dafür gebe? Yeah. Ich bin zwar ein Kind, aber selbst ich weiß, dass das Glas zu klein ist. Och, Menno. Und wenn ich dir Chips gebe? Große Chips. Oh, Mann. Chips? Ja, zu Chips würde ich nicht Nein sagen. Aber das ist noch nicht genug. Ich brauche was anderes. Noch mehr? Ich habe noch einen Eimer Eiscreme übrig. Ist das genug? Oh, wow, yeah, gib das her. Kann ich den Bären haben? Ja, okay, aber gib mir das Eis. Hurra. Vielen Dank, Quentin. Ich muss los. Hä, was ist das denn? Wo ist das Eis? Du willst mich also austricksen, hm? Ich zeig dir, was passiert, wenn man Quentin austrickst. Seht her, meine Kameraden. Dieses Mädchen hat mich ausgetrickst. Wir müssen dringend was unternehmen. Wie wär's mit einem Schnurrbart auf dem Foto? Yeah, ich bin ein böses Genie. Geschieht dir zurecht. Was hast du jetzt davon, Susie? Ich hoffe, Quentin hat immer noch nichts bemerkt. Endlich habe ich den Teddybären bekommen. Daraus werde ich mir flauschige Wolken machen können. Wunderschön leuchtende Wölkchen. Yeah. Das ist ja schön. Das nenne ich eine Beleuchtung. Voll toll. Ich habe noch nie sowas Schönes gesehen. Mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, Susie. Ich frag mich, was sie da vorhat. Die hat doch eindeutig einen Plan. Okay, die Leiter nehme ich auch noch mit. Oh Mann, eine ganze Menge Staub. Wahnsinn. Okay, mein genialer Plan ist in Tat umgesetzt. Yeah. Es ist sogar noch besser geworden als auf Papier. Das ist das Schlafzimmer meiner Träume. Hä? Wieso hast du das getan, Susie? Damit ich einen Raum nur für mich selber habe.
Okay, wenn das so ist, werde ich mir auch was überlegen. Oh, so viel Müll. Wo kommt der denn hierher? Ich habe ihn noch weggeschmissen. Hey, was ist hier los? Wo kommen die ganzen Verpackungen her? Aua, mein Kopf! Sag, was machst du da? Ich setze meinen Plan in Tat um. Auch wenn das noch nicht wirklich so aussieht, wie ich es geplant habe. Ah, ich werde später noch dran feilen. Schau, Susi, ich habe mir meine eigene Ecke gebaut. Die ist genauso gut wie deine. Das denke ich nicht. Solange Zack schläft, werde ich ihm sein Kissen klauen. Hey, was machst du da, Susi? Das ist meins. Gib das zurück. Gar nicht. Versuch es gar nicht erst. Die Kissen gehören mir. Auf gar keinen Fall. Das ist mein Kissen. Lass es los. Du hast es zerrissen. Du hast es zerrissen. Geschieht dir zurecht. Wie auch immer, ich habe noch genug Kissen. Oh Mann, was soll ich damit anfangen? Ah, ich habe mir was überlegt. Das Mittagessen ist so gut wie fertig. Ein Truthahn ist zwar was Nettes, aber den brauche ich gerade nicht. Ich brauche nur das Tischtuch. Ups, damit habe ich nicht gerechnet. Was ist denn hier passiert? Meine ganzen schönen Teller sind zerbrochen. Ich gehe dann mal. Tschüssi. Ich muss mich dringend beruhigen. Oh. Gut, dass ich ein kleines Zimmer habe. Yeah, eine Hängematte zu machen war definitiv genial. Und jetzt schmeißen wir eine Zombie-Party. Gruselig, nicht wahr? Oh Mann, wer ist das denn? Sag, was machst du denn hier? Ist das ein UFO oder so? Ich will auch sowas bauen. Susie, das ist auch eine ganz einfache Aufgabe. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich sie lösen soll. Oh, warten Sie mal eine Sekunde. Hallo, ich bin immer noch hier. Ich warte auf dich. Ach, danke, dass Sie mich daran erinnern. Aber verzeihen Sie, ich muss das hier nehmen. Wo ist sie hin? Na, warte, Susie, das wirst du mir büßen. Vielleicht kannst du was erleben. Das wird dir noch leid tun. Oh, ich liebe diese Notizblätter. Ich habe mir die perfekte Wand erstellt. Ich will sie die ganze Zeit anfassen. Die sieht so toll aus. Hm, wo ist denn Zack hin? Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich was nasche. Toll, dass ich so einen kleinen Kühlschrank hier habe. Hey, was machst du denn? Na, ich esse deine Schokolade. Was ist hier unklar? Lass bloß meine Süßigkeiten in Ruhe. Hm, ich habe eine bessere Idee. Ich hol mir was aus dem Automaten. Oh, ich habe gar kein Geld. Was soll ich tun? Oh, ich glaube, da ist was rausgefallen. Yeah, das ist ein KitKat. Voll cool. Ich brauche noch nicht einmal das Geld. Das klappt auch so. Die Süßigkeiten fallen eins nach dem anderen. Super. Hi, willst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? Ups, das ist auch der Wachmann. Ich glaube, ich sollte gehen. Hey, was erlaubst du dir da? Gib mir sofort meinen Anstecker wieder. Oh, sorry, ich habe ihn fallen lassen. Ich schnapp mir so lange den ganzen Automaten. Hurra, ich habe ihn wieder zurück. Hä? Wo ist der Typ hin? Und der Süßigkeitenautomat? Menno. Wie auch immer. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ich muss mich entspannen gehen. Ich liebe diese Cocktails. Ich stell mir einfach vor, ich war auf einer paradiesischen Insel. Oh, ich hab's fast geschafft. Puh, ich bin ganz schön außer Atem. Was zur Hölle ist das? Ein Süßigkeitenautomat. Ganz genau, und jetzt gehört er mir. Der ist tausendmal besser als dein kleiner Kühlschrank. Ich muss mich ausruhen. Genieß deine Träume. Na komm schon, vorwärts, vorwärts, du musst das schaffen. Oh, ich liebe das. Oh wow, der hat eine Konsole. Ich mag diese Puppen nicht mehr. Sag, lass mich auch mal spielen. Bleib stehen, du darfst die Grenze nicht überschreiten. Aber wieso denn?
Das ist doch unser gemeinsamer Raum. Na warte, das bedeutet Krieg. Bald werde ich die Grenzen verschieben. Was zur Hölle ist das denn? Eine Bombe! Guten Flugsack. Toll, jetzt habe ich den Joystick. Es wird Zeit, dass ich weiterspiele. Susie hat's doch noch geschafft. Was für ein aufdringliches Mädchen. Du willst Krieg? Den kannst du haben. Aua, das tut weh. Mein Kopf. Ah. Beim nächsten Mal überschreitest du meine Grenze nicht. Hier, nimm das. Du bist reingefallen. Jetzt wird mich nichts mehr aufhalten können. Was ist denn hier los? Wieso macht ihr so einen Lärm hier? Ah, ihr spielt zusammen. Das ist schön. Jetzt bist du in Schwierigkeiten. Unser Kampf ist noch nicht vorbei. Es ist an der Zeit, ihn zu beenden und herauszufinden, wer besser ist. Mal sehen, wie es dem Feind geht. Aha, ich sehe Susie. Es wird Zeit für den Todesstoß. Ich habe hier eine mega gefährliche Waffe mit mir. Na, warte. Ah, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Oh nein, das war eine Falle. Das war sie ja gar nicht. Wie konnte ich nur darauf reinfallen? Überraschung, Zack. Du hast die Grenze überschritten. Jetzt kannst du was erleben. Lass mich sofort los. Jetzt habe ich dich. Nein, doch nicht. Ich werde dir noch entkommen. Gib's auf. Du hast mich angeschossen. In Ordnung, die Spiele sind vorbei. Susie, hör auf, bitte. Das reicht jetzt. Wir müssen uns beruhigen. Ich glaube, wir haben es ein klein bisschen übertrieben. Das kannst du laut sagen. Jetzt sieht unser Zimmer gar nicht mehr toll aus. Sollen wir uns versöhnen? Gute Idee. Das wollte ich dir auch vorschlagen. Susie, hast du den Wurf gesehen? Ziemlich cool, nicht wahr? Willst du was Leckeres? Ich habe hier einen ganzen Lastwagen voller Leckereien. Danke, Zack. Du bist so fürsorglich. Ah, Susie, alles nur für dich. Hallo nochmal an alle. Ich werde euch die Spielregeln erklären. Die Kinder verstecken sich in den Kisten und ich versuche sie zu finden. Ich bin mir sicher, die wird mich niemals finden. Ich verstecke mich perfekt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Selbst wenn ich erwischt werde, gebe ich nicht so einfach auf. Mami, ich habe solche Angst. Was ist da los? Oh, ich mache einfach ein Loch. Jetzt sehe ich wenigstens was. Alles unter Kontrolle. Ich bin hier sicher. Ich sehe das Ziel. Ich suche das Ziel. Oh nein, bloß nicht das. Sie hat mich gesehen. Ich sehe keine Augenbewegung mehr. Das Ziel ist verloren. Ich versuche, dieses Kästchen hier anzukreuzen. So ist es gut. Wenn da jemand drin ist, ist er ausgeliefert. Ach du meine Güte, da habe ich gerade noch so Glück gehabt. Ich werde so leise wie möglich sein. Und atmen werde ich auch nicht. Ich habe Angst. Diese Box ist zerstört. Sie ist leer. Das war das falsche Ziel. Ich muss weitersuchen. Zeit, ein neues Werkzeug auszuwählen. Diesmal nehme ich eine Wasserpistole. Das ist eine tolle Farbe. Oh nein, bitte nicht ich. Ich bin wirklich nervös. Oh mein Gott, es ist eine Waffe. Letztes Mal hatte ich Glück gehabt. Ich hoffe, diesmal werde ich es auch überleben. Jetzt ist Schluss mit lustig. Diesmal ist es mein Ernst. Ich suche nach dem nächsten Ziel. Aha, die Kiste wackelt. Feuer, Feuer, Feuer. Nimm das, nimm das. Nein, nein, bloß nicht ich. Sie hat mich gefunden. Hände hoch, Hände hoch. Minus eins, das sind die Spielregeln. Zeit für die nächste Waffe. Dynamit? Nein. Ein Wasserballon? Nein. Weiter suchen. Aha, Laserbrille ist gut. Jetzt mal anprobieren.
steht mir perfekt. Ich gehe raus auf die Jagd. Hey, wieso funktioniert das nicht? Ups, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ist gut so. Oh Mann, das riecht gar nicht gut hier. Was für ein Albtraum. Sie hat eine Laserbrille. Diese Kisten waren leer. Das macht nichts. Ich suche weiter. Bloß nicht das. Sie kommt auf mich zu. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Ich rufe den Rettungsdienst. Hello? Die werden mich rausholen. Leute, seid nicht still. Ich will euch wirklich sehen. Ich glaube, da ist jemand in der Kiste. Oh, scheiße. Kein Signal hier. Lucy, wie geht es dir? Hilft mir! Hilft mir! Ich habe solche Angst! Hört ihr mich? Ich bin in der Kiste! Ich glaube, du solltest nicht so schreien. Ah, wieso nicht? Tut mir leid, Lucy, aber ich muss dich loswerden. Oh nein, bloß nicht das! Wer ruft mich an? Ich höre, da ruft jemand an. Feuer. Hallöchen, schön, dich zu sehen. Ups. Lucy, ich habe so lange nach dir gesucht. Neue Runde, neue Waffe. Diesmal dieser Hammer hier. Aua, das tut weh. Ich habe mir in den Finger gebissen. Die Kiste bewegt sich. Ich glaube, ich habe ein neues Ziel. Oh nein, sie hat mich gehört. Sie kommt immer näher. Ich bin schon da. Ich muss hier los. Hurra, ich habe ein Loch gemacht. Das ist meine letzte Chance. Hab ich dich. Nimm das und das und das ist für dich. Diese Box war leer. Aber sie hat sich doch sicher bewegt. Hab ich was verpasst? Ich suche weiter. Ich bin tatsächlich entkommen. Ich muss mir dringend eine neue Schachtel suchen. Die hier ist gut. Ich habe sie geöffnet. Großartig. Jetzt kann ich es mir bequem machen. Oh, da ist doch jemand. Hallöchen, wer bist du denn? Bombe oder Kuchen? Kuchen oder Bombe? Ich denke, die Wahl ist offensichtlich. Diesmal werde ich es richtig krachen lassen. Bewegungssensor eingeschaltet. Hey, rutsch ein bisschen. Wir müssen zusammenarbeiten, sonst werden wir beide gefunden. Bewegung erkannt. Ich kann das Ziel sehen. Jetzt muss ich die Bombe platzieren. Aktivieren, Flugbahn festlegen, Feuer. Was ist das denn? Das ist eine Zeitbombe. Wir werden beide sterben. Ich schätze, ich habe mich nicht geirrt. Minus zwei auf einmal. Was für ein Glück. Wir haben verloren. Was war das? Ich weiß es nicht. Aber ich muss mich wieder verstecken. Lauft um euer Leben. Ich fürchte, das ist sinnlos. Wir sind immer noch im Spiel. Oh-oh. Oh no. Das ist ja eine scharfe Chili. Oh. Monika, du hast wenigstens noch eine machbare Portion. Da lässt sich nichts machen. Ich werde diese Brühe wohl trinken müssen. Was für eine feurige Challenge. Mein Kopf kocht. Oh, come on. Jetzt bin ich dran. Oh, man. Oh, viel zu scharf. Ich brauche dringend ein Gegenmittel. Milch sollte helfen. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Mädels, darf ich bitte aussetzen? Oh mein Gott! Oh no! Oh nein, Lilly, trink du schön. Könnt ihr bitte die Feuerwehr rufen? Aha! Lilly, keine Angst. Das schaffen wir auch ohne Feuerwehr. Danke, aber der Temperaturunterschied war ein bisschen zu krass. Mensch, was für ein kleiner Hubba-Bubba. Das ist nicht fair. Die Schere werde ich wohl nicht gebrauchen. Awesome!
Aber der Kaugummi an sich schmeckt trotzdem gut. Und passt perfekt in meinen Mund. Ich kann mir bereits vorstellen, wie groß meine Kaugummiblase sein wird. Die Schere werde ich aber gut gebrauchen können. Lecker. Aha. Lilly, hier hast du noch ein Stück. Was passiert hier? Ich platze doch gleich. Oh mein Gott! Was für ein Kaugummi. Na, jetzt komm mal her, mein Süßer. Was? Nein, ich hab doch gesagt zu mir. Okay, here we go. Ah, da bist du ya. Oh no. Hallo Mädels. Oh no. Lasst uns ein Stück abschneiden. War zu viel. What? Na also. Oh mein Gott! Ist das lecker? Wow! Monika, wo willst du hin? Die Challenge ist noch nicht um. Wow. Hm? Was sollen wir damit anfangen? Ich weiß. Das sind Gummibärchen. Wir müssen sie nur ein bisschen vergrößern. Oh, schaut mal. Eine essbare Gesichtsmaske. Und jetzt, wo wir schöner geworden sind, wird es Zeit, den Rest zu vernaschen. Lecker und voll praktisch. Was ich wohl hab. Oh, was Schweres. Ich bin in Ordnung. Oh. Oh, die Größe ist genau das Richtige für mich. Es wird Zeit für einen Gummibärchen-Cocktail. So erfrischend. Und das esse ich noch. Alle Mann aufgepasst. Hier kommt ein Gummibärchen-Feuerwerk. Ich glaube, das habe ich verdient. Mh, voll lecker. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Geht, mach's gut. What? Wow. Wieso krieg ich so eine kleine Portion? Wow. Ich bin diesmal die Glücklichste. Und Honig ist auch nicht viel da. Awesome. Aber dafür schmeckt's. Yeah. Yeah. Lasst mich mal probieren. Yeah. Den Honig hinzugeben. Wow. Oh, wie süß. Einfach fabelhaft.
Beiß dir bloß nicht die Finger ab. Ich habe noch so viel Honig übrig. Oh mein Gott! Oh, ich esse einfach alles auf. Ups, ich glaube, ich habe mich ein bisschen dreckig gemacht. Moment, besser so? Wartet. Jetzt sehe ich wunderbar aus. Und nun bin ich dran. Lilly, kannst du mir helfen? Gerne doch. Monika, mach den Mund auf. Schmeckt gleich um einiges besser. Und was haben wir hier? Ein Schoko-Edelstein. Ich habe eine Idee. Und jetzt noch mal öffnen. Ups, das war eine blöde Idee. Oh, schmeckt voll gut. Jetzt bin ich dran. Oh. Yes! Come on! Wow! Lecker. I love you. Aber etwas Schmuck fehlt hier noch. Also. Jetzt kann man das jederzeit naschen. Oh mein Gott! Ich finde, Wendy hat viel zu viel Schokolade. Das ist unfair. Oh no! Wo ist mein Edelstein hin? Ich kann auch nicht zulassen, dass er mir geklaut wird. Lilly, gib das wieder her. Oh, gotcha. Boah, wie lecker. Zergeht nur so auf der Zunge. Das sind ja Nuggets. Mal wieder habe ich Pech mit der Portion gehabt. Ich glaube, mit etwas Soße wird das besser schmecken. Ich hatte recht. Lecker. Ich will auch was probieren. Wow! Monika, nimm dir was von der Soße. Yes. Gerne doch. Aha. Schmeckt perfekt. Oh. Darf ich noch was haben? Aber gerne doch. Oh mein Gott. Und für mich ist nichts übrig geblieben? Oh.
Ich habe genug Soße für uns alle. Hey! Yes! Jetzt hast du es aber eindeutig übertrieben. Oh. Oh, no! What? Aber schmecken tut es trotzdem. Die hat ja einen Mordshunger. Oh mein Gott! Ich hoffe, dass sie uns nicht auch noch mit auffrisst. What? Mm. Yeah. Oh no! Ich hasse Schimmelkäse. Ich krieg keine Luft mehr. Hey, you! Oh, really? Das ist ja voll widerlich. You! Wir müssen dringend was unternehmen. What? Blöder Käse. What? Hey! Wir werden ihn wohl tatsächlich essen müssen. Fürchterlich. Ich will nicht essen. What? Okay, here we go. Das schmeckt sowas von gar nicht. Und riecht fürchterlich. Oh, mir wird ganz schwindelig. Ich probiere ein Stückchen. Das war nicht ein Stückchen. Dieser Käse hat Mary verrückt gemacht. Sie hat sich in eine Maus verwandelt. Wir brauchen dringend einen Mäusefänger. Cool. I love you. Wo bleibt unser Essen? Oh, Hubba Bubba. Wieso so klein? Ich habe einen riesigen Kaugummi. Mein Kaugummi ist noch größer. Dagegen sind eure Kaugummis ja gar nichts. Wow, voll cool. Jill, du hast am wenigsten. Fang an. Ja, gerne doch. Mein Kaugummi ist zwar klein, das heißt aber nicht, dass er nicht schmeckt. Der schmeckt immer. Ah. Das schaffe ich alles auf einmal. Lecker. Das war einfach. Oh nein, ich glaube, ich habe mich verschluckt. Hilfe! Hey, spuck mich doch nicht an. Das hätte böse enden können. Mary, jetzt bist du dran. Na endlich. Ja, so viel kleine, feine Kaugummis. Das ist genug. Ist doch bloß nicht alles auf einmal. Zu spät. Ich kann auch nichts dafür, dass die so gut schmecken. Hier kommt eine riesige Blase. Wow, die ist ja groß. Hey, du hebst ja gleich ab. Mach's gut. Schaut mal, ich fliege so hoch, dass ich die Vögel sehe. Ich sehe alles aus Vogelperspektive. Oh nein, dämlicher Vogel. Oh je, das hat Spaß gemacht. Jetzt bist du dran. Klasse, du meine Güte. Ist ja cool. Das ist der größte Kaugummi, den ich je gesehen habe. Die größte und sicher auch die leckerste Rolle. Sieht richtig gut aus.
und appetitlich. Die Rolle war zwar groß, aber ich habe sie innerhalb einer Minute geschafft. Macht euch auf eine Blase gefasst. Oh, wow, wie gigantisch. Du meine Güte. Ja, solche Kaugummiblasen halten eben nicht lange. Das war cool. Hat voll Spaß gemacht. Mein Glotzer ist voll klein. Eure sind ja riesig. Das ist nicht fair. Das ist eine Challenge. Hier ist alles fair. Was für ein cooler Glotzer. Halt, wenn meiner der kleinste ist, dann darf ich auch anfangen. Ich habe sogar eine extra Gabel. Mann, er ist viel zu glitschig. Aber den kriege ich noch. Na, sag ich's doch. Geschafft. Klein, aber fein. Vor allem mag ich den Sirup. Zu schade, dass ich nur so wenig hatte. Jill, jetzt bist du dran. Gerne doch. Ich hab Hunger. Mein Glotzer ist groß genug, um ihn mit Gabel und Messer zu essen. Na dann mal ran ans Zeug. Ich wusste doch, dass der herrlich schmecken würde. Da stimme ich dir zu. Ich krieg einfach nicht genug davon. Der Geschmack ist mit Worten nicht wiederzugeben. Mann, ist die schnell. Anders geht's nicht. Ich will einfach alles auf einmal. Ups, das tut mir leid. Wie das stinkt. Jetzt bin ich aber dran. Ich brauche eine größere Gabel. Oh, die ist ganz schön schwer. Sieht nach einem Problem aus. Um so eine große Gabel zu halten, werde ich wohl etwas Mehl gebrauchen. So rutscht sie mir nicht aus den Fingern. Na, was sagt ihr dazu? Ich glaube, da kommt was geflogen. Sei vorsichtig. Ihr hattet recht. Oh nein. Oh, das muss sicher wehgetan haben. Aber dafür gehört jetzt der Glotzer uns. Oh nein, Finger weg. Das Ding gehört mir. Ob mit oder ohne Gabel. Ihr hattet recht. Das ist das Beste, was ich je probiert habe. Seht ihr? Ich bin fast fertig. Ja, das gibt's uns zu spüren. Geht das auch etwas vorsichtiger? Sorry, aber nein. Das ist einfach viel zu lecker. Ich habe noch nie so ein kleines Eis gesehen. Da habe ich aber mehr Glück gehabt. Du? Ich bin hier der Glücklichste. Habt ihr jemals so viel Eis gesehen? Das muss sicher gut schmecken. Wow. Ich will auch so eins. Worauf wartest du? Tatsächlich. Es wird Zeit, mein Eis zu probieren. Aber es ist so winzig, dass ich es im Wurf fangen könnte. Siehst du? So geht das. Tada! Wow, das hat tatsächlich geklappt. Ha, meine Nase ist dreckig geworden. Das war's auch schon. Nur die Waffel ist übrig geblieben. Das war's, Jill. Jetzt bist du dran. Na los, Jill. Kein Problem. Das habe ich in 0, nichts geschafft. Schmeckt das gut.
Dunkelfraß. Lecker. Hä? Wieso ist es so dunkel? Wie lange wird sie wohl brauchen, um es zu verstehen? Ach so, ich habe Eis auf der Brille. Das ist nicht gut. Ich brauche eine neue Brille. Jetzt kann ich wieder sehen. Und das Eis kann ich noch essen. Mit der Waffel natürlich. Das macht Spaß. Andy, jetzt bist du dran. Na endlich. Genau darauf habe ich gewartet. Ich könnte alles Mögliche mit dieser Eiskugel anfangen. Ich weiß auch schon, womit ich anfangen soll. Oh, schmeckt das gut. Aber irgendwie wird mir langsam kalt davon. Hey, du bist völlig blau. Vielleicht reicht es so langsam. Nein, ich will alles aufessen. Aber du bist so gut wie eingefroren. Das macht mir nichts aus. Oh je, es ist zu spät. Wir müssen ihn retten. Genau. Ich nehme mir auch einen Föhn. Hilfe. Ich spüre wieder meine Arme und meine Füße. Oh, vielen Dank, ihr habt mich gerettet. Was erwartet uns diesmal? Burger, cool. Gar nicht, so einen kleinen Burger habe ich noch nie gesehen. Also ich bin mit meinem Burger mehr als zufrieden. Wow. Im Vergleich zu meinem sind eure Burger ja gar nichts. Vor allem mit dem von Jill. Danke, dass du mich dran erinnerst. Ist ja kaum zu sehen. Genau. Etwas wissenschaftliches Wissen wird mir helfen, ihn zu vergrößern. Yes. Interessant. Ich bin gespannt. Mit dieser Pinzette lege ich ihn unter mein Mikroskop. Jetzt kann ich darin tatsächlich einen Burger erkennen. Oh, mit Bulette und Salat. Der sieht ziemlich erbärmlich aus. Ich habe nicht einmal den Geschmack spüren können. Mein Beileid. Das war einfach nicht meine Runde. Wohl aber meine. Mein Burger ist groß und saftig. Awesome! Aber um ehrlich zu sein, gefällt mir der Geruch nicht wirklich. Aber das kann ich ändern. Ich muss einfach etwas von dem Belag wegnehmen. Geht das ein bisschen vorsichtiger? Wieso das? Weil wir voller Belag sind. Jetzt riechen wir selber nach Burgerbelag. Sorry, das wollte ich nicht. So gefällt mir mein Burger um einiges mehr. Jeder Bissen ist Gold wert. Den Burger würde ich gerne probieren. Das ist klar. Sieht appetitlich aus. Und schmeckt einfach fantastisch. Zu schade, dass fast nichts mehr übrig ist. Ich hätte gerne mehr davon gehabt. Mary, jetzt bist du dran. Okay, ich werde ihn genießen. Beißen ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber ich weiß schon, was ich tun kann. Nein, einen Baseballschläger brauche ich nicht. What? Einen Helm auch sicher nicht. Wo habe ich das auf einmal her? Was könnte ich gebrauchen? Genau, eine Kettensäge. Mach bloß keinen Unsinn. Chillt mal.
Ich will doch nur den Burger in Stücke schneiden. Dieses eine Stück ist ja größer als eure Burger. Boah, schmeckt das gut. Wir hätten auch gerne was. Na warte. Finger weg. Der gehört mir. Oh nein. Wer geizig ist, muss mit Konsequenzen rechnen. Scheint, als hätte ich den kleinsten Teller. Aber da es Chili gibt, ist das gar nicht so schlecht. Die ist zwar klein, macht mir aber trotzdem Angst. Oh je. So scharf. Puh, gut, dass wir Wasser haben. Irgendetwas sagt mir, dass meine Portion nicht viel besser sein wird. Es gibt eine positive Seite. Die Chili passt gut zu meinem T-Shirt. Vielleicht kann ich die Schärfe ja mit genug Honig neutralisieren. Schön viel Honig. Voll cool. Wieso ist mir das nicht eingefallen? So weit, so gut. Aber es wird trotzdem scharf. Keine Sorge, hier ist noch Wasser. Danke, Jess. Ich bin geblieben. Also so eine Größe habe ich nicht erwartet. Ich kann nicht. Du hast aber keine Wahl. Na gut, hoffentlich setzt mich das Ding nicht in Flammen. Oh, da wäre ich mir nicht sicher. Oh nein, wir haben auch kein Wasser mehr. Wir haben nur noch einen Feuerlöscher. Wer hätte gedacht, dass dieser Schaum so gut tun könnte? Danke, Mädels. Diesmal will ich Erste sein. Okay. KitKat, nicht schlecht. Aber wieso ist er so klein? Da brauche ich ja eine Lupe. Na gut, besser als gar nichts. Menno, das macht mich trotzdem voll traurig. Ich bin mir sicher, mein Riegel wird größer sein. Wow, gleich mehrere Stück. Betty, könntest du vielleicht teilen? Oh nein. Du hast auch nicht geteilt. Lecker. Aber doch zu wenig. Solange du beschäftigt bist, nehme ich mir von dir ein paar Stück. Emma, ich sehe alles. Du kannst aber nichts beweisen. Yeah, es hat geklappt. Wo sind meine Riegel hin? Hey! Hättest aufmerksamer sein müssen. Sorry, Betty, die war nicht aufzuhalten. Menno, mir ist nichts geblieben. Loser. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, das ist mein KitKat. Ist der riesig. Ich wusste, dass Gerechtigkeit doch noch kommen würde. Hier werde ich eine echte Kettensäge gebrauchen. Geschafft. Und jetzt endlich probieren. Beide Hälften schmecken gut. Zu schade, dass sie bereits alle sind. Jess, du wirst eine Diät brauchen. Ich bin wieder Erste. Ein Hotdog kommt gerade richtig. Bin ich hungrig? Ich hoffe, an dem ist nichts falsch. Lecker, aber hier fehlt noch was. Ketchup.
Jetzt nochmal probieren. Na also. Gute Idee. Ich will auch einen Hotdog. Oh, ist der groß. Der gefällt mir. Sieht ja super appetitlich aus. Emma hatte recht. Hier fehlt Ketchup. Ah, ich habe mir ins Gesicht gespritzt. Hättest vorsichtiger sein müssen. Jess, ich will deine Fehler nicht wiederholen. Wow, das nenne ich einen riesigen Hotdog. Ein echter Traum. Mann, das macht mich ja richtig neidisch. Ihr meint, mit Ketchup schmeckt's besser? Ich gebe schön viel hinzu. Aber zuerst in Hälften schneiden. Das riecht herrlich. Lecker Schmecker. Das läuft mir doch zu gut. Ich gebe etwas Tabasco hinzu. Oh, gute Idee, Jess. Betty, was sagst du jetzt? Schmeckt ja seltsam. Aber im Großen und Ganzen nicht schlecht. Jess, willst du was? Na gut, wie du meinst. Oh, ist das scharf. Du hättest das mit dem Tabasco sein lassen müssen. Na, endlich kann ich beginnen. Oh, sieht ganz schön gruselig aus. Damit könnte man Ping-Pong spielen. Naja, Hauptsache es schmeckt. Und jetzt bin ich dran. Oh, gleich mehrere Stück. Die schmecken alle gut. Jess, du ruinierst mir den Appetit. Sorry, Emma, das wollte ich nicht. Was ist mit mir? Du hast ein paar Augen mehr bekommen. Gut, dass das wieder vorbei ist. Hoffentlich passiert mir das nicht. Wow, was für ein Riesenauge. Das ist voll schwer. Emma, du machst uns Angst. Sorry, aber das macht doch Spaß. Oh nein, meine Zähne stecken fest. Ich krieg sie nicht raus. Ich falle. Aua, das tat weh. Ach, arme Betty. Ich bin wieder Erste. Hurra. Brokkoli? Fail. Ich will ihn aber nicht essen. Womit habe ich das nur verdient? Das muss sicher widerlich schmecken. Steht mir etwa dasselbe bevor? Oh nein, noch schlimmer. Aber es muss noch einen Ausweg geben. Ich hab's. Oh, wie schön. Betty, das ist für dich. Oh, wie nett, danke. Aber das ist doch Brokkoli. Geschenke gibt man nicht zurück. Das gehört dir alleine. Ich will gar nicht wissen, was mich wohl erwartet. Oh nein, ich hätte nie gedacht, dass Brokkoli so gigantisch sein könnte. Wünscht mir Glück. Das wirst du gebrauchen. Gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich mag ihn sogar. Jess, du verwandelst dich selber in Brokkoli. Jetzt haben wir eine Brokkoli-Freundin.